So, was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, ja? Medium-Fleischfresser und große Fleischfresser gehen klar mit kleinen Fleischfressern. Also, ich könnte jetzt hier noch ganz viele Velociraptoren reinpacken. Und dann ist gut. Solange ich halt genügend Futterstationen irgendwo mache. Ein T-Rex, gleiches Prinzip. Ja, Pflanzenfresser wiederum gehen mit sich selbst. Okay, das heißt, ein Ceratosaurus, der und die fassen, werden alle nicht miteinander harmonieren. Was bedeutet, dass ich jetzt hier vorher natürlich dieses Erfolgsding machen werde. Ganz wichtig. Und dann hier ein Zero Brüte, der hier reinkommt. So, da eins und zwei. Und dann haben wir noch ein bisschen Wald in der Mitte. Und da. Und da. So. Der dann da reinkommt. Ich werde mal angucken, wie viele da reinpassen. Und je nachdem, wie viele da reinpassen, bin ich ja schon fertig mit den Missionen. Ne, ich brauche noch ein, zwei. Okay. Je nachdem, wie viele da reinpassen, werde ich dann dafür sorgen, dass da so viele reingehen, halt wieder reinpassen. Also maximal Auslastung quasi. Jetzt habe ich keinen Strom mehr. Was zum Fick hat keinen Strom? Warum nicht? Was entdeckt. Wir brauchen unbedingt ein zweites Kraftwerk. Merke ich gerade. Unbedingt. Und am besten auch da vorne, wo der Rest steht. Weil bis da oben ist halt echt ein Stück zu fahren. Das ist weit weg. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Das wollen wir vermeiden. Also, wie wäre es, wenn Sie einfach Ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Wow, halt die Fresse. Fixer. So, ein geiler Cetosaurus. Weißt du so? Irgendwie so zumindest. Ne, Cerato, genau. Oh. Okay, ich hoffe einfach mal, dass der aggressiv verhalten hat. Im Zweifel baue ich halt noch einen. Aber die sind irgendwie. Also, Fleischfresser scheinen mir auch mit kleineren Gebieten zufrieden zu sein, im Gegensatz zu Pflanzenfressern. Und die dürfen nicht noch mehr haben. Das heißt aber, wir könnten hier noch echt mal den einen oder anderen Velociraptor, ne, Velociraptor, boah, scheiße, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, Velociraptor reinpacken noch. 1,7 Meter. 3 Meter. Das ist schon mittelgroß. War ein mittelgroßer. Ein gewaltiger. Mal klein, okay. Manche Sachen sind einfach klein. Styracosaurus. Bam. Achso, ja. Schön verkaufen. So. Da kommt noch ein Bührer und den Meta. So. Das heißt, wir haben da gleich de frei. Heißt, wir können schon mal mit dem Helikopter abfliegen. Können wir uns sofort mal die Werte von dem angucken. Wo kann man eigentlich so fliegen? Gerade ein. Nope. Du da abschießen. So. Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Damit wäre der Auftrag erfüllt. Gut gemacht.
Danke. Einen brauchen wir aber noch. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie sich mal an. Komm. So, soziale Gruppe 0 bis 3. Das ist doch dann schon mal was. Er hat aber auch kein aggressives Verhalten, kann das sein? Belastbarkeit, Angriff, Verteidigung. Jawohl, Alter. Kriegt halt der zweite noch aggressives Verhalten. Aber du darfst natürlich dann erstmal da rein. So, haben wir den hier. Haben wir einfach mal so hier vorne ein. Da auch noch ein. Und da ein. Wenn wir da jetzt mit dem Gedanken reingehen, da drei Leute rein zu pushen, weil das heißt pushen nicht, aber doch, pushen schon, im Prinzip schon. Dann sollten wir darüber nachdenken, Produkt wurde eingesammelt. Dass das halt auch alles so passt, wie das halt muss, wa? Damit das halt wie hier ist ungefähr. Ja, wobei zwei Fressis für. Okay. Unterwegs zur Futterstation. Ja, das ist natürlich schon mal wieder teuer, die voll zu machen. Lass aber gerne schneller fliegen. Echt mal, also wo kein Schnee liegt, jetzt darf echt gerannt werden, ne? Der Helikopter fliegt darüber. Genau, zweites Kraftwerk. Müssen wir mal gucken. Ob wir, wenn wir irgendwie es schaffen. So. Ja, ich weiß. Deine Futterstation muss aufgefüllt werden, ja? Und mein Auto kommt da. So, bumm. Jupp. Geil. Verkaufen. Zerhirn. Verkaufen. So, wir gehen jetzt erstmal wieder nochmal damit. Einige der. Da, du bist drin. Dir gefällt dir alles? Okay. Das heißt. Drei Stück davon können hier rein. Und tschüss. Das war direkt. Aber sehr gut. Drei Stück können da rein. Und hier war die maximalste Gruppe 2, wenn ich es richtig habe. Soziale Gruppe. Genau, 0 bis 2. Okay. Wunderbar. Die Dinosaurier-Sichtbarkeit liegt auch bei 100%. Das ist auch gut. Dementsprechend haben wir auch ein bisschen Kohle, kriegen Kohle. Und, ja, gönnen uns dann sofort halt nochmal noch einen neuen Saurier. Der T-Rex für 7 Millionen, Alter, Junge. Der wird richtig, der wird nochmal Geld kosten. Oh, man. Man könnte so hier reingucken. Und daneben dann noch so ein kleines stellen. Für das Gehege. Kriegen wir hin. So. Ja, gib nochmal Fossilien. Alles verticken jetzt. Wir brauchen Kohle. Dieses Fossil ist nicht mal Nachfrage am Markt, Alter. Oh, traurig. Das ist schon sehr traurig.
So. Damit fehlt ja auch nicht mehr so viel. Alacentus. Wir haben einen ganzen Park, basierend auf 3 Sauriern gerade. Das ist noch nicht so viel. Das gebe ich zu. So. Dann heißt, die kommen gleich wieder. Oh ja, Moment, was wir mal auf jeden Fall machen können. Hier ist das Aufrüsten. Erhöht die Chancen, Alex mit wertvollen Mineralien zu finden. Ja. Bam. Und im Fossilienzentrum, was kann man da machen? Ach, das ist mir egal. Das kann ruhig ein bisschen länger dauern. Null. Genauso viel Strom, wie wir dürfen. Holy Macaroni, Alter. So, Großkraftwerk, Suchomimus. Kriegen wir alles hin. Du kostest 1,2 Millionen. Das haben wir jetzt auch sofort zusammen. Da. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch, dass es überlebt, wa? Ja, über 100. Und das hat jetzt sogar die Modifikation des aggressiven Verhaltens. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Vieh jetzt nicht die ganze Zeit ausbrechen wird, ansonsten werde ich es einfach betäubt irgendwo liegen lassen. Ja, richtig, richtig ranzig so an den Straßenrand legen, weißt du, und dann so ab und zu mal aufwecken, damit es fressen kann und dann wieder zum Schlafen legen. Und dann ist halt gut. So, der T-Rex mit 7 Millionen, der wird echt da. Und die Metria-Dinger auch. Verkaufen. Wer kommt jetzt? Oh, auch nochmal so ein großer. Schön. So, genau, da können wir auch nämlich nochmal, so eine Sturmabwehrstation bauen. Und zwar, Moment, passt genau da rein. Habe ich keinen Strom für. Sau nice. Okay, mir fehlt jetzt 2 Strom. Sechs Strom, fällt mir sogar. 6 Strom. Kontrollraum, Forschung, Gebäude-Upgrades. Genau, Isla Penna. Bin ich auf Isla Penna? Ich bin auf Isla Penna. Okay, warte, Moment, genetische Forderung, falsches Forschung, Gebäude-Upgrades. Was muss ich dafür tun? Ist das das Wissenschaftsteil? Ja. Ist es. Okay. Deswegen hat gar keinen Strom. Okay. Okay, schön. Schön, schön. Dann gehen wir aber nochmal ganz kurz damit hier. Einfach ein bisschen. Ne, so, so. Okay. Und jetzt verkaufen wir hoffentlich genug Fossilien, dass wir die Möglichkeit haben, sofort am Markt uns ein mittleres Kraftwerk zu kaufen. Was hier nicht hinpassen wird. Krass. Was nirgendwo hinpassen wird. Also brauchen wir ein kleines Kraftwerk, was hoffentlich hier hinpassen wird. Was wir noch nicht wissen, ob es da hinpassen wird. So. So.
Guck mal ganz kurz. Lass da raus. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Und den kannst du direkt mal... Großes Kraftwerk. 1,25 Millionen. Haben wir sofort. 100 Strom. Okay, gönnen wir uns sofort. Ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass der gleich echt ein bisschen geschmeidig ist. Scheiße, Alter. Ja, ich weiß, es benötigt alles Strom. Den haben wir nicht. So, jetzt komm. 10.000 noch. Okay, dann fick dich halt anal oder so. Ist mir egal. Haben wir hier noch? Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben. Also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Tut er. Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. Wir kontrollieren sie, indem wir sie sich selbst kontrollieren lassen. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Diese Expedition kann helfen. Ne. Aber die große Frage ist jetzt, passt das irgendwie dahin? Moment. Sind mal cool. Machen wir die Bäume weg. Weil die stören ja nur. Und dann glätten wir auch nochmal das Gelände von der Richtung ab. So. Okay, aber genau. Alles auf die Höhe machen. Vollkommen legit. So. Ja? Großes Kraftwerk. Also, so rum. Hast du das gerade schon mal irgendwie dahin? Da. So. Bumm. 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 Damit haben wir ein wunderbar großes Kraftwerk. Das ist schon mal gut. So. Schön, schön. Ein großes Kraftwerk. Wir lassen auch ein Dino frei, weil ich gleich die Kohle dafür habe. Achso, ja. Logischerweise haben wir das gerade nicht. Komm, wen dann brauchst du noch? Also das Schnellgeld macht jetzt echt nichts. Das ist schon fast fertig? Das wäre cool. Okay. Wir haben es gerade aufgenommen, ja. Okay. Wunderbar. Und jetzt beginnen wir die nächste Folge mit einem geilen großen Kraftwerk. Haut rein!